Nachbarschaftsduell hier bei Let's Blinter und im FM23. Ihr seid mal wieder und endlich wieder zu Gast bei einer neuen Folge Coventry City, unsere Sky Blues, auf dem Weg durch die Premier League. Es hat ein paar Tage gedauert, bitte das zu entschuldigen, aber jetzt sind wir wieder mittendrin und treffen uns hier nur 170 Kilometer entfernt im Süden Englands auf die Partie und den Gegner Southampton, die ja tatsächlich in der jüngsten Vergangenheit vorm Deadline Day nochmal spannende Transfernotiz wurden, denn Arme Bella-Kotschap ist dort mit Southampton abgestiegen und war bei Dortmund als auch bei den Bayern nochmal im Gespräch. Letzten Endes, merkwürdigerweise, ist er dann am Ende doch in Anführungszeichen nur in Holland bzw. den Niederlanden gelandet bei PSV Eindhoven auf Leihbasis. Aber wir kümmern uns natürlich um den Kader, der jetzt vor uns steht. Den gucken wir uns an. Ich freue mich, dass ihr da seid. Und ich freue mich, dass wir in die neue Folge mit Coventry City einsteigen, denn wir haben noch ein bisschen was zu tun. Topspiel Arsenal, Manchester United werden wir nach dem Spieltag drauf gucken. Wir sehen, dass Samsted eine Sprunggelenksverletzung hat und wir insofern mit Van Ewijk, unserem etatmäßigen Rechtsverteidiger, gehen und gehen können. Das freut uns natürlich. Innenverteidiger mit Lisandro Martinez kommt rein. Und wir gucken nochmal auf die jüngsten Ergebnisse. Wir haben es gesehen, wir haben gewonnen gegen Chelsea im Carabao Cup. Rothe und Kramer hatten getroffen, nachdem wir gegen Arsenal schon eine schwere Partie und einen schweren Stand hatten in der Premier League. 0-3. Manchester United ebenso 1-2, sogar 1-0 geführt nach einem Tor von Malik Chow. Aber, lange Rede, kurzer Sinn, wir müssen gegen Southampton und dann im FA Cup sowieso ein bisschen was aufholen. Wir müssen mal wieder punkten, wir müssen uns Selbstvertrauen holen. Und damit starten wir. Holen den Vergleich ran und sehen, dass ein gewisser Herr Bella-Kotschap hier in der Innenverteidigung steht. Nicht zu verachten, die Außenverteidiger relativ stark. Romain Perrault, der stärkste hier bei den Gegnern. Zumindest in der Wochenvorschau habe ich den schon angezeigt bekommen. Bester Torschütze ist Adam Armstrong vorne im Sturm. Nathan Teller, der übrigens bei Bayer Leverkusen untergekommen ist. Die haben ja noch einige interessante Transfers in diesem Jahr getätigt. Sprintet hier über die rechte Außenbahn. Und auf links ist Moussa Djenepo. Unser Kontrahent, wir stehen relativ gesichert, gucken aber mal auf die Grundformation, die sicherlich nicht allzu defensiv stattfinden sollte. Ich denke, wir gehen wieder mit einem 4-4-2 in die Partie und insofern stelle ich das auf und ich freue mich dann endlich mit euch die nächsten Paarungen angehen zu können. Los geht's! Wir gehen rein ins Europcar-Stadion, wir gehen rein und wir werden nicht verlieren. Die klare Ansage, ich freue mich auf den 12. Spieltag mit unseren Sky Blues auswärts und Southampton hat die erste Chance. Kommen nicht gut rein in die Partie. Ganz im Gegenteil, Vandenberg holt sich früh gelb ab. Oh, und Gyökeres verletzt sich. Gott sei Dank haben wir Giroud. Aber da hoffen wir natürlich auf nichts allzu Wildes. Van Ewijk macht eine Riesenpartie bisher. Sticht ganz klar heraus. Giroud wird hier offiziell Sturmtank, den wir jetzt entsprechend noch taktisch anlernen müssen. Hat natürlich andere Anweisungen als noch ein Gyökeres. Der geht nicht steil. Hat eine gute Schusskraft, also Distanzschüsse ebenso, wobei Tresoldi die auch bringen soll. Ich denke, das lassen wir bei ihm raus. Ich hoffe, dass er vorne reingeht. Laufwege hier relativ klar. Und dann müssen wir gucken, was der Alster zu leisten imstande ist. Bittere Auswechslung hier nach einer halben Stunde. Die Mannschaft zeigt sich aber nicht so sehr geschockt. Die ersten Chancen kommen. Doch es geht vergleichsweise harmlos mit einem Fragezeichen, ja, Ausrufezeichen, 0-0 in die Pause. Wir sehen Vandenberg mit Gelb, ansonsten relativ durchschnittliches Spiel. Abwehr steht ganz gut und dann gehen wir rein in Halbzeit 2. Wir hoffen auf einen guten Start, sind kurz überlegen, können das leider nicht im Tor ummünzen. Es fehlt das 1-0, Joe Aribo verletzt sich, die nächste Verletzung. Was ist denn hier los in der Partie? Gute Stunde gespielt. Frage ist, ob wir Martinez bringen für Vandenberg. Ich finde es ganz gut. Er fällt auch ein bisschen ab in der Abwehr. Rothe auch nicht so ganz solide. Können aber locker wechseln. Kramer hier für Bakayoko. Der hat sich ein bisschen gefangen. Kabovnik wäre noch ein Thema. Frage ist, wen könnten wir für ihn bringen? Boah, ist nicht viel da. Kramer und Smallbone machen das nicht so ganz so ordentlich da. Insofern lassen wir Kabovnik, der hat ja keine 5 oder ähnliches hier, weiterspielen. Wechseln aber zweimal aus und hoffen, dass das dem Spiel nochmal gut tut. Nächste Chance ist da, wir schießen leider kein Tor. Da ist die hochkarätige Chance. Immer noch nicht das 1-0, aber dann Angel Gomez durch Vorarbeit von Rode zum 1-0. Und das verleitet uns jetzt natürlich dazu, hier auf den Kontermodus zu schalten. Bringen Sanchez für Rote. Eher aus frischen Gründen. Der ist zwar bombastisch in Form mit Malik Chow, aber sei es drum, Möglichkeit zum Wechsel haben wir noch. Gomez lassen wir drin.
Ich könnte Smallbow noch bringen, mache ich aber dann eher hinten raus. Wir hoffen jetzt erstmal, dass wir das 1-0 halten können oder den entscheidenden Konter hier hinten raussetzen in den letzten 10 Minuten. Dzinepo geht raus, Teller geht raus. Was ist denn los? Malik Choff verletzt sich auch. Boateng kommt rein. Bittere Geschichte. Gut, dass wir die Bank und die Breite haben. Und da ist die Chance für Southampton zum Ausgleich. Doch es bleibt, und das ist das Erfreuliche an diesem Tag, beim 1-0 gegen Southampton. Machen dadurch zwei Plätze gut, extrem erfreulich, 6 Punkte nach unten, erster Blick wie immer, aber gesichertes Mittelfeld, ganz, ganz großartig. Wir sehen ein 2-0 von Chelsea gegen Leeds, wir sehen 2-0 von Arsenal gegen United, City gewinnt 3-2 bei Leicester. Und dann freuen wir uns auf den 13. Spieltag gegen Nottingham, die sind unten drin, die haben 5 Spiele lang auf jeden Fall schon mal nicht gewonnen. Das ist eine gute Grundlage, dass wir Punkte zu Hause ergattern können. Ich bin gespannt. Liverpool wird gegen Arsenal spielen. Aber jetzt natürlich die Verletzungen. Malik Choff ist 3 Tage raus. Gyökeres eine Woche mit dem Kapselriss. Das geht ja noch. Aber ihr seht's. Viele Verletzungen. Samstedt noch einen Tag. Malik Choff 3 Tage mit einer Knöchelprellung. Was und Gyökeres haben Oberschenkel als auch Kapselriss im Knöchel. Eine Woche fallen sie aus. Aber dann wäre es das auch an dem oder in dem Moment für die Verletztenliste und die medizinische Abteilung. Und das Schöne ist, ihr seht das, wann ist denn die Partie bitte? Wir haben hier ein bisschen Luft und da müssen wir natürlich mal gerade reingucken. Das ist erstmal gut, damit wir uns hier mit unserer medizinischen abstimmen können, wann die Jungs wieder zurückkommen und ins Training zurückkehren. Das sieht ganz, ganz gut aus im Kalender. Tatsache, wir haben jetzt 1,5 Wochen Zeit bis zu Scunthorpe United und dann erst kommt Nottingham. Länderspielpause spielt uns hier komplett in die Karten. Insofern freue ich mich, dass alle wahrscheinlich wieder zurück sein werden. Eine Verletzung oder eine Verletztenhistorie, die uns hier nicht allzu sehr schaffen sollte. Guckt euch mal bitte Nicolò Tresoldi an. Der steigt hier mal ganz, ganz krass. Der hat eine 79er Stärke, Grundstärke 76. Die Moral ist gerade super, die Form auch gut. Er hat eine Erfahrungsstufe hinzugewonnen und insofern ist er jetzt schon 79er Stürmer momentan bei der Laune, die er hat. Freut mich richtig für ihn. Der könnte hier zünden. Hat zwar nicht getroffen. Wer hat denn das Tor nochmal gemacht? Oh, ich bin ein ganz schön vergesslicher Typ. Es war Angel Gomez. Wir erinnern uns. Aber Tresoldi hat ja schon hier, ne? Ihr seht hier 3 Tore, 4 Tore. Was hat er denn schon gemacht? Ja, der macht seine Dinger. Freue mich da sehr auf eine gute Verpflichtung. Und ich meine, ihr seht es ja, 30,5 Millionen, zwar relativ hoch die Option, wir haben den aber bis 30.06.26 geliehen. Das ist noch, das sind noch 1,5 Jahre, der kann sich richtig gut bei uns entwickeln, der Junge. Und dann hätten wir eine relativ, boah, für englische Verhältnisse kostengünstige Option, das muss man hier wirklich sagen. Und dann steht die Runde gegen Scunthorpe United mit einem geilen Vereinswappen an. Wir sind haushoher Favorit. Ich will nicht allzu lange drauf eingehen. Wir nehmen die Partie bei schönstem Wetter, so wie sie ist, am 21. November hier. Und ich hoffe natürlich, dass wir eine Runde weiterkommen. Das ist, boah, ich muss mal gucken, die 3. Runde des FA Cups. Und wir haben eine gute Aufgabe vor der Brust, wenn man vergleicht, dass die Wolverhampton Wanderers beispielsweise gegen Arsenal ran müssen, Manchester United gegen die sehr versierte Truppe von Brighton Hove spielen muss. Dann geht's uns doch noch ganz gut, oder? Wir nehmen den jungen Harwood Bellis mal wieder mit auf die Bank. Der ist aus der 2. wieder hochgekommen. Der hat aber immer noch, ihr seht das an der Stärke, Moral und, boah, das ist echt mies. Minus 4 Punkte hier momentan. Wir müssen den ein bisschen aufbauen. Eigentlich würde ich ihm sogar gerne einen Startelf-Einsatz zusprechen wollen. Wir haben aber schon mit allen gesprochen hier die Woche. Insofern machen wir das einfach und nehmen Vandenbergh raus. Der hat ja eine erschreckende Form. Der ist bei 12. Guckt euch mal den Rest an. Spaß beiseite. Die Mannschaft ansonsten auch noch, ich glaube, so ein Smallbone für Gomez mal rein. Gyökeres war verletzt, könnten wir schon. Ne? Die Frage ist, Olivier Giroud, warum nicht? Dann spielen wir logischerweise wieder taktisch mit einem Sturmtank und gehen in die Partie rein, die wir dann auch ein bisschen offensiver gestalten werden. Und dann nehmen wir die Partie, wie es ist. Also alles andere als ein Sieg wäre hier schon sehr überraschend. Gucken, ob wir noch irgendwas anderes machen können. Ich denke, Lisandro Martinez lassen wir mal außen vor. Samstedt könnte ein bisschen Spielpraxis vertragen mit seiner überragenden Form. Und dann haben wir, boah, sowas wie Mkhitaryan noch auf der Bank, den wir für Kramer Fragezeichen. Alter, wir haben echt wirklich brutale Möglichkeiten. Angel Gomez ganz raus. Ja, warum eigentlich mal nicht? Wir wechseln hier ein bisschen durch und dann geht's in die Partie rein. Alle wieder fit, ihr habt das gesehen. Los geht's. Wir kommen weiter. Klare Aussage. Alles andere wäre eine Enttäuschung und ich hoffe schnell auf die ersten Chancen, die tatsächlich für die Gastgeber zuerst da sind nach 8 Minuten.
Achtung und aufgepasst, aber dann haben wir die erste Riesenmöglichkeit zum 1:0. Leider treffen wir nicht. Tresoldi würde mich freuen. Smallbone bekommt gelb, früh in der Partie. Nächster Hochkaräter, nicht das 1:0. Es ist aber Tresoldi, der dann doch das 1:0 markiert nach 25 Minuten. Guter Zeitpunkt, wie ich finde. Karbovnik mit der Vorarbeit. Offener Schlagabtausch interessanterweise. Die Gastgeber spielen hier gut mit. Alonso verletzt sich. Für ihn kommt Kimi Räikkönen. Kipras Oblefschizius. Zumindest die gleiche Ecke da oben. Auch wenn die Geografen unter euch ist, die Hände über den Kopf schlagen und zusammenschlagen werden. Smallbone gelb, also kommt Mkhitaryan. Wir gehen hier gar kein Risiko. Samsted überragend in Form. Milan van Ewijk macht eine gute Partie, nehmen wir raus. Karbovnik, Fragezeichen Kramer, ich denke schon, einfach nur aus frische Gründen. Tresoldi, da könnten wir Gyökeres zu gegebener Zeit noch bringen. Das sieht aber ganz gut aus. Ja, Konzentration fordern wir trotz alledem und loben die besten Spieler, gehen in die zweite Halbzeit rein. Ich freue mich auf noch ein Türchen. Finn Dahmen müssen wir motivieren, Rode können wir motivieren und Giroud, komm, mach noch eine Bude, Junge. Rein geht's in Halbzeit 2. Ah nein, wir haben schon dreimal geweckt. Ah, es sind nur die drei Wechsel im FA Cup. Gut, hätten wir das auch geklärt. Oh, und Neuzewski macht das 1:1. Der eingewechselte Obolevcius wird ausgewechselt, weil er sich verletzt. Aber wo ist Coventry City in dem Moment? Freunde, 80 Minuten gespielt. Das Problem ist, wenn wir jetzt zu sehr aufmachen. Oh, das ist aber eine schwache Leistung. Können wir hier noch das Sieg? Oh, Gott sei Dank, Giroud ist da. Tresoldi mit der Vorarbeit. 1:2. In dem Moment, wo ich wieder ins Spiel reingehe. Jungs, mach den Deckel drauf. Konter eingestellt. Es passiert aber nichts mehr. Boah, da musste ich aber mal kurz durchatmen. 2:1, alles gut. Guck mal, ob irgendjemand Besonderes hier rausfliegt. Auf die Schnelle zu überfliegen. Wir sehen ein Rückspiel. Watford gegen West Ham. Ja, es gibt also in dem Moment noch nicht die Auslosung. Erst im neuen Jahr dann die vierte Runde. Wir sind gespannt. Wir sind allerdings durch. Und wir sehen einen Gegner, Nottingham Forest, den wir eigentlich im Sack haben müssten. Die Form und die Saison sind absolut auf unserer Seite. Nottingham spielt nicht gut und steht auf Rang 16. Wir wollen dafür sorgen, dass die Platzierung der Gäste nach diesem Spieltag nicht eine höhere ist. Sahen letzte Saison nicht gut aus, ne? 0-0-0-3. Ich glaube, das ist immer aus der Sicht der unseren. Gefällt mir also gar nicht. Durchaus ein Derby, 60 Kilometer liegen nur zwischen den beiden Städten. Und insofern bereiten wir uns darauf vor. Liverpool gegen Arsenal ist das Topspiel. City gegen Brighton Hove. Hatten die das nicht jetzt schon im Pokal? Ihr könnt zurückschalten. Ich stelle die Mannschaft wieder um und dann sicherlich auf das, was wir zu leisten imstande sind. Und dann melden wir uns vor diesem Spieltag wieder. Spannend ist ja eigentlich nur, dass Mkhitaryan außer Form ist und deswegen nicht mal auf die Bank kommt. Smallbone spielt für ihn, beziehungsweise geht auf die Bank für ihn, müssen wir korrekterweise sagen. Ansonsten volle Palette. Rote, Van Ewijk. Van Ewijk kann hier noch ein Ticken offensiver gestellt werden im Übrigen. Shaw ist riesig in Form nach wie vor. Tresoldi, Gyökeres. Gyökeres kann hier auch noch ein Ticken nach vorne gezogen werden. Und dann stehen wir eigentlich mit allem, was wir haben, inklusive Rode im zentralen Mittelfeld, der hier noch ein bisschen Stabilität reinbringt. Und ich gucke, wie wir gegen Nottingham Forest in die Partie starten. Während wir sehen, Integrationsprobleme für Mkhitaryan. Na gut, er hat Integrationsprobleme auch, was seine Leistung anbelangt. Das schaffen wir auch noch. Und das hier war unser Abwehrbollwerk. Das sollte halten. Ich hoffe auf einen Sieg im Heimspiel gegen Nottingham. Eigentlich ist es Pflicht. Rein in den 13. Spieltag. Unglücksspieltag, Fragezeichen. Erste Chance haben wir. Nottingham ist aber auch da. Aber Karbovnik nach der Vorarbeit von Tresoldi, der echt scored, ne? Mit dem 1:0 nach 10 Minuten. Erfreulicherweise. Gehen wir in Führung und Rode setzt nach. Angel Gomez die Vorarbeit. 20. Minute, wenn das so weitergeht. Steht's hier 9:0 nach der Partie. Sind gut überlegen, aber Nottingham versucht sich zu lösen. Nächste Chance auf unserer Seite. Das sieht gut aus. Können wir das 3:0 vor der Pause markieren? Das wäre echt ein beruhigendes Element. Oh nein, es ist Emmanuel Dennis. Hat der nicht mal... Ah, da kommt mir was. Avonihi gibt die Vorlage. Wir gucken mal gerade, kann ich den aufrufen im Vergleich? Emmanuel Dennis. Ich tendiere zu FC Brügge damals. Und dann noch bei Köln oder so, oder? Boah, guckt mal, Jungs. Und Mädels, Entschuldigung. Brügge und Köln. Ja, der war doch mal, der ist doch mal irgendwie mit null Bock in einem Bus nicht mitgefahren oder irgend sowas. Googelt mal nach dem. Ist ein guter Mann. Und hat leider Gottes das 1:2 markiert. Und insofern ist diese Partie noch komplett offen. Gefällt mir natürlich gar nicht. Müssen wir die... Ja, konzentriert euch.
Wen können wir loben? Eigentlich ziemlich viele Leute, ne? Ihr seht das. Motivieren Angel Gomez auf jeden Fall. Malik Chow macht das auch sehr gut. Ich würde gerne Finn Dahmen motivieren. Der hat ein bisschen was aufzuholen, was seine Form anbelangt. Die Stürmer werden massiert. Karbovnik. Ja, finde ich besser, ihn nochmal durchzukneten. Und dann geht es in die zweite Halbzeit. Und eigentlich bleibt alles beim Alten und ich hoffe, dass wir relativ schnell das 3:1 markieren können, Fragezeichen. Haben auf jeden Fall die erste Chance. Knappe Stunde ist gespielt. Lass uns relativ viel Zeit mit den Wechseln. Bringen jetzt Kramer für Bakayoko. Und Trezoldi geht raus. Dafür kommt Giroud. Ich glaube, den Rest lassen wir jetzt erstmal hier so. Will nicht zu viel Unruhe reinbringen. Ich hoffe wirklich, dass wir hier das dritte nachlegen können, was für mich die Vorentscheidung wäre. Es sind schon 70 Minuten gespielt, aber es ist spannend. Das 2:1 hätte nicht sein müssen. Wir haben die Chance aufs 3:1, machen es aber nicht. Es sind noch 10 Minuten, wir gehen sicherlich ins Zeitspiel rein. Wir bringen Sanchez für Rote und wir bringen Samsted für Van Ewijk. Nee, der hat nicht so die Probleme. Lisandro Martinez hinten für Malik Chor. Boah, eigentlich zu wichtig, ne? Rode, da könnte Smallbone rein. Ja, ich glaube, so machen wir es. Und dann gehen wir eher auf die Konter und das Zeitspiel. Sturmtank ist gesetzt mit Giroud. Wobei wir da noch seine individuelle Anweisung anpassen müssen. Wobei die... Boah, doch. Vorstöße, Positionstreue eher eng. Und dann hoffen wir wirklich jetzt auf die Schlussphase, die wir hier aber auch vor eigenem Publikum einfach erfolgreich bestreiten müssen, wenn wir in dieser Liga bestehen wollen. Insbesondere gegen Nottingham Forest. Haben noch 5 Minuten auf der Uhr. Es ist durchaus... Na, Dahmen holt sich nochmal gelb ab. Es ist durchaus spannend. Bringen Martinez für Malik Chor jetzt. Und da ist Giroud. Da ist Giroud und der entscheidet das Ding. 3:1. In der 90. Da ist der Konter. Und da ist das Tor. Da bin ich mal kurz aus dem Sattel gegangen. Wir gewinnen 3:1 gegen Nottingham Forest. Und das ist durchaus... Na, was heißt glücklich? Ich freue mich auf jeden Fall. Unsere Offensivsten haben interessanterweise die Assists geliefert und das zentrale Mittelfeld trifft. Und Allstar Olivier Giroud katapultiert uns auf Rang 11. Zweiter Sieg in Folge. Gar nicht mal unwichtig. 8 Punkte nach unten. Brentford, Newcastle und Bristol unten drin. Unser nächster Spieltag gegen Newcastle. Die sind auf Rang 19. Schöne Grüße nochmal an die Todesgruppe übrigens als Dortmund-Fan. Champions League. Riesennummer. Momentan reicht es nicht mal gegen Heidenheim, aber Newcastle, Paris und AC Mailand. Ich denke, wir gehen als Gruppensieger aus der Nummer hervor. Ihr könnt gerne kommentieren. Ich mache mir da immer den Spaß, kurz drüber zu reden, auch wenn dieses Let's Play mit Coventry City an und für sich doch gut läuft, oder? Haben halb so viele Punkte wie Manchester City, aber das ist natürlich auch nicht unser Anspruch. Ihr seht ja, wie die oben wegmarschieren. 5 Siege in Folge. Brutal. Haben schon wieder an jedem Spieltag zu Hause gegen... Breitenhoff 2:1 gewonnen. Haaland und Grealish treffen. Dennis Undav hat gescored. Und dann ist es an uns im St. James Park zu Newcastle, die Gunst der Stunde zu nutzen, Anfang Dezember Newcastle im eigenen Stadion in die Schranken zu weisen. Die spielen eine katastrophale Saison und es ist kein Spiel gegen die bekannt, ihr seht das. Komplettes Neuland, auch das Stadion. Ich freue mich auf die Partie, aber wir haben vorher noch ein bisschen was zu machen, denn unter der Woche ist ein bisschen was passiert. Ich hole euch rein in die Nachrichten, während wir sehen Tottenham, Manchester City, das Top-Duell. Wir haben ganz andere Probleme. Wir haben einen Wechsel zu verkünden, und zwar João Virginia, unser neuer Ersatzkeeper. Den hatten wir ablösefrei geholt. Der geht mal ganz knackig und sofort, ohne eine Partie für uns bisher gespielt zu haben, für 11 Millionen und damit über Marktwert zu dem Ligakonkurrenten Everton FC. 11 Millionen ist schwer in Ordnung. Wir brauchen Ersatz. Ich finde noch keinen, aber da habe ich nicht Nein sagen können, auch bei dem Talent und bei den Fähigkeiten. Sind natürlich bei ihm noch nicht am Ende der Fahnenstange angelangt, aber die 11 Millionen nehme ich sehr, sehr gerne mit und suche einen eventuell deutschsprachigen, ihr erinnert euch, die Exklave hier bei Coventry City, einen deutschsprachigen Reservekeeper. Außerdem haben wir ja noch Dennis Simon mit seinen 19 Jahren, den wir auch und noch mit einer Kaufoption zur Verfügung haben, dürfen wir nicht vergessen, werden wir nicht vergessen und wer weiß, was er noch zu leisten imstande ist. Ansonsten, ihr seht, die Mannschaft ist gewillt, hat mit vielen gesprochen. Wir sehen Gyökeres, den wir hier nochmal für sein letztes Spiel loben können. Wir gehen in die Partie rein, ohne groß zu wechseln. Guck mal gerade, ob hier irgendjemand noch hervorsticht. Giroud, definitiv. Oh, tatsächlich, Trezoldi scoret zwar gut, aber wir gehen hier mit der vollen Palette. Wir gehen auf den Sturmtank Giroud,
Wir gehen auf, na, wie, sind wir so offensiv? Warum eigentlich nicht? Wir haben das Selbstvertrauen. Individuelle Anweisung. Distanzschüsse nehmen wir raus. Giroud vorne rein. Ich bin bereit für diese Partie und für diesen Spieltag gegen Newcastle. Es wäre wirklich wichtig. 3 Siege in Folge haben wir schon. Auch mit dem FA Cup Spiel. Dürfen wir nicht vergessen. Rein in die Partie. Ich hoffe auf ein gutes Spiel mit guten Zweikampfwerten. Ja, das ist das Mindeste. Los geht's. 14. Spieltag. Newcastle, die so schwach sind, gehen hier mit der ersten Chance und mit einigen kleineren Dingern voran. Noch keine 10 Minuten gespielt. Aber wir erarbeiten uns auch unsere ersten Chancen. Es ist aber noch relativ harmlos. So früh in der Partie. Dann veräppt das Spiel. Wir haben eine Riesenchance zum 1-0 und nutzen sie nicht. Boah, wir sind jetzt am Drücker. Wir müssen eigentlich, hochgradig sind wir am Drücker. Nur das 1-0 machen. Aber es fällt nicht. 5 Minuten noch bis zur Halbzeit, dann veräppt das Spiel einmal erneut komplett. Sehe eine gute Partie von Rote, aber es steht 0-0. Ich habe eigentlich gar nicht so viel zur Partie zu sagen, muss ich ehrlicherweise zugeben. Ist natürlich etwas undankbar, dass hier so wenig los ist. Aber hoffen wir jetzt natürlich, dass in der zweiten Halbzeit ein bisschen was passiert. Bleiben aber natürlich genauso stehen, wie bisher auch. Knappe Stunde gespielt, nächste gute Chance für uns. Giroud macht das noch ganz gut. Trezoldi bleibt noch draußen. Kramer für Bakayoko, eine meiner Lieblingswechsel. Oder können wir ihn eventuell zu Rode... Rode ist auch gut in Form, ne? Das wäre schon ein echtes Downgrade. Nicht Backup. Dann bringen wir Bakayoko. Lisandro Martinez mal noch draußen und außen vor. Hälfte der zweiten Halbzeit ist durch. Murphy mit für Almeida. Und dann ist Angel Gomez da, Malik Chow, aus der tiefen Abwehr eventuell mit dem 1-0, ganz, ganz spät in der Partie. Und insofern natürlich das bekannte Prozedere, ne? Konterspiel. Wir werden jetzt nicht mehr so aktiv sein. Flanken eher aus dem Halbfeld und dann ist die Frage, wer ist hier vorne unser richtiger Mann? Giroud kann das Ding abnehmen, hat auch das 3-1 gemacht in der letzten Partie. Ich glaube, das lassen wir genau so stehen. Jetzt aber hier ein bisschen durchzuwechseln, einen... Manu Sanchez zu bringen, finde ich gut. Smallbone für Angel Gomez ist eine Option. Und dann wechseln wir ganz, ganz spät nochmal. 1-0 steht's, können wir das... 2-0 Giroud! Es ist wieder Giroud! Die Fans singen auf, ihr wisst schon. La 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 la! Trezoldi kommt für den... Ja, wir müssen ihn ein bisschen schonen, Gyökeres. Und das ist eigentlich die Entscheidung. Lisandro Martinez hinten für Malik Chow. War das die Vorentscheidung? Ich denke schon. Und dann ist Schluss. Wir gewinnen auch diese Partie gegen Newcastle. 2-0 auswärts. Ganz, ganz wichtig. Wir halten Rang 10. Kommen aber hier ein bisschen weiter oben dran. An die Wolves. Boah, haben 11 Punkte nach unten. Das ist eine richtig gute Phase von uns. 3 Siege in Folge. Chelsea 4-0. City 5-1 bei Tottenham. Gute Nacht. Grealish 3-mal. Erling Haaland hat dann auch noch getroffen. Nur um es mal zu erwähnen, kümmert uns nicht. Schaut euch das mal an. 3 Siege in Folge, 2 davon auswärts. Wir stehen bei einem positiven Torverhältnis, 22-21. Boah, extrem gut. Was ist die nächste Aufgabe für uns in der Liga? Wir schauen auf die Partie gegen Tottenham, die ja jetzt hier das 5-1 kassiert haben. Das ist natürlich ein Gradmesser für uns. Aber gut, dass wir die Punkte geholt haben. Wir stehen richtig gut da. Wir stehen mal wieder auf einem Rang 10. Und mal wieder, das muss man so sagen, ist die Hinrunde besser als das, was wir letztes Jahr in der Rückrunde gesehen haben. Ich hoffe, dass sich das nicht wiederholt. Denn dann sammeln wir echt eine gute Menge Punkte. Freue mich und wir schießen Newcastle. Ich sehe es gerade auf den letzten Tabellenplatz. Insofern, eine extrem erfolgreiche Episode. Wenn euch die gefallen hat und ihr es noch nicht getan haben solltet, ganz, ganz herzliche Einladung, den Abo-Knopf zu drücken. Wir sehen uns bald wieder mit Coventry City. Endlich konnte ich wieder eine Folge aufnehmen. Freue mich auf die nächste mit euch. Bis dahin, euer Let's Splitter. Macht's gut. Ciao, ciao.